einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder zu welcher Tageszeit auch immer ihr dieses Video schaut. Bevor ich jetzt in meine heutige Überraschungstüte reingucke, wollte ich euch aber noch was anderes zeigen. Und zwar gibt es bei Too Good To Go auch manchmal so ein bisschen speziellere Angebote, also zum Beispiel Non-Food-Artikel oder auch Angebote, die man erst in ein paar Tagen abholen kann. Und so ein Angebot war das hier. Und zwar ist das ein Espresso-Adventskalender von 19 Grams. Ich werde den jetzt allerdings nicht mit euch auspacken, weil das nämlich ein Geschenk für meinen großen Bruder werden soll. Mindesthaltbarkeitsdatum ist bis Juni. Das heißt, er muss ihn jetzt nicht bis Dezember aufheben und als Adventskalender benutzen, sondern kann sich den Kaffee einfach so machen. Aber ich habe es gesehen und dachte auch, das ist ja irgendwie perfekt. Aber kommen wir zu meiner heutigen Überraschungstüte. Ich war bei Hey Schnecke in der Nähe vom Nollendorfplatz. Und wie der Name schon so ein bisschen andeutet, gibt es dort unter anderem Zimtschnecken. Ich habe die Tüte so bekommen, hinten am Tresen, da standen aufgereiht ganz viele von den Tüten. Ich habe unterwegs auch noch nicht reingeschaut, heißt, ich weiß selbst nicht, was da jetzt drin ist. Aber es riecht auf jeden Fall schon ganz gut. So. Und ja, die Tüte ist hier schon leicht durchgeweicht. Heißt, für den Transport am besten so einpacken, dass das nicht eure anderen Sachen irgendwie dreckig macht. Ja, ich würde sagen, da hätten wir eine Zimtschnecke. Noch eine Zimtschnecke. Und Zimtschnecke Nummer 3, an der jetzt noch ein bisschen Verpackungspapier dran hängt. Also allein daran, dass das so durch die Tüte durchgefeuchtet hat, merkt man ja schon, die sind noch echt frisch und ja, saftig. Ich werde jetzt natürlich trotzdem noch probieren. Also ich würde auch mal sagen, dass das alles die gleiche Sorte ist. Also so eine klassische Zimtschnecke, noch mit so ein bisschen Nuss obendrauf. Ich weiß allerdings auch gar nicht, ob die überhaupt noch andere Sorten von Zimtschnecken haben oder halt die. Ich muss gestehen, irgendwie habe ich auch nicht wirklich drauf geachtet, was es da noch zu kaufen gab. Es war auf jeden Fall ein sehr süßes, kleines Café, also eben auch nicht so eine riesige Theke wie in so mancher Bäckerei. Ich werde jetzt auf jeden Fall einfach mal probieren. Also hier ist tatsächlich auch noch so Apfel mit drin. Ich habe gerade geguckt bei den beiden auch, was das Ganze natürlich noch ein bisschen saftiger macht. Geschmacklich habe ich absolut nichts auszusetzen. Ich finde die richtig lecker und ich denke, die beiden werde ich mir dann einfrieren, um sie ja irgendwann anders mal zu essen. Ich finde auch die Menge so vollkommen in Ordnung. Ich frage mich nur, ob ja man quasi immer so drei gleiche Stücke bekommt oder ob es manchmal auch unterschiedliche Sachen gibt. Aber das kann ich ja dadurch herausfinden, dass ich das Angebot einfach irgendwann nochmal ausprobiere. Neuer Tag, neue Überraschungstüte. Ich habe mir heute endlich mal wieder Reste vom Frühstücksbuffet vom Hotel Berlin geholt. Da müsst ihr, wenn ihr vorne am Eingang reinkommt, direkt nach links durch so einen Türbogen und dann direkt rechts ist so eine Art Büro. Die Tür war auch geöffnet und da waren zwei Leute drin. Und denen zeigt ihr dann auch eure Bestellung. Die haben dort dann auch die Tüte. Also das ist nicht irgendwie im Frühstücksbereich oder so. Dementsprechend war die Tüte jetzt auch schon vorgepackt. Ups. Ihr seht, das ist eine recht große Tüte. Ich weiß selbst auch noch nicht, was drin ist. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal drei Bananen. Ja, die sind schon so ein bisschen angedutscht, auch hier in der einen. Ist auch so ein kleiner Riss drin. Werden jetzt definitiv noch essbar sein. Vielleicht mache ich daraus auch Smoothies oder irgend sowas. Alles klar. Hier ist so eine Schachtel mit 5
verschiedenen Käse- und Wurstsorten, Schinken, bisschen Salat, bisschen Paprika und Tomate, also von allem so ein bisschen was dabei. Dann haben wir hier eine Tüte mit Gebäck. Das ist einmal so ein Milchbrötchen-Kringel, ein Brötchen und hier noch so drei Ecken von was, was wahrscheinlich mal ein Brotzopf oder so gewesen ist. Ja, außerdem noch vier Eier. Ich bin mal gespannt, ob die hart gekocht sind oder flüssig. Ich hatte tatsächlich schon mal den Fall, dass ein Ei so ein weichgekochtes war, womit ich nicht gerechnet hatte. Deswegen checke ich das gleich lieber mal. Ja, dazu gab es jetzt noch 6 Päckchen Margarine. Leider bin ich nicht so der Margarine-Fan. Also ich esse eigentlich eher Butter. Kann man theoretisch ja auch so zum Kochen oder Backen benutzen. Ja, da haben wir nochmal eine riesige Portion Rührei. Zusammen mit so gebratenem Gemüse, also Champignons, Zucchini, Paprika, Aubergine und so. Also ich werde jetzt gleich mal so ein bisschen was probieren. Zuerst mache ich mir hier ein bisschen was von dem Ei und dem Gemüse warm. Schmeckt mir echt gut. Finde, für meinen Gaumen ist das Ganze auch gut gewürzt. Ja, ist allerdings schon eine echt große Portion. Oh, ich glaube, ich gucke mir jetzt erstmal so ein Ei hier an, weil ich echt gespannt bin. Also, es war ein hart gekochtes Ei und ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, dass die drei anderen Eier genauso hart gekocht sind. Ich möchte sie nämlich jetzt nicht alle aufessen. Ja, also wie das halt immer so ein bisschen mit Gebäck bei Too Good To Go ist. Man merkt, es kommt jetzt nicht frisch aus dem Ofen. Aber ich denke, den Anspruch hat man auch nicht, wenn man sich Überraschungstüten bei Too Good To Go holt. Also hier dieser Milchbrötchen-Zopf-Dings schmeckt auch noch gut. Die hier sind eigentlich noch relativ weich. Ich musste jetzt gerade eine kurze Pause machen, weil nachdem nämlich jetzt die Müllabfuhr durch die Straße war, ist dann jemand gekommen und hat mit so einem elektrischen Besen den Schnee weggeschaufelt. Ist ja gut, dass die Gehwege freigemacht werden. Ich will mich gar nicht beschweren. In der Zeit habe ich mir auf jeden Fall mal meine Butter geholt. Also die Brötchen sind hier drin auch schon ein bisschen hart. Man kann es aber natürlich auch so essen. Also ich würde sagen, es ist das, was man von einem Frühstücksbuffet erwartet. Es ist auch eine ziemlich große Portion, also gut, je nachdem, wie viel man halt isst. Aber ich würde mal sagen, 2 Leute können davon schon satt werden. Also ich bin eigentlich wie immer ziemlich happy. Hallo Freunde! Heute war ich beim Café Caramel und das nicht nur, weil es so einen wunderschönen Namen hat. Es ist auch fußläufig von mir super gut zu erreichen. Ja, ihr seht, heute habe ich wieder meine eigenen Behälter mitgebracht. Aber ich denke, zur Not hätten sie mir die Sachen auch eingepackt. Die Mitarbeiterin war super lieb, generell ist es so ein kleines, uriges Café, gab aber auch echt verlockend aussehende Kuchen, von denen aber leider nichts in meinen Boxen gelandet ist. Aber ja,
Dafür habe ich Folgendes bekommen. Also in die Box hier hat sie mir herzhafte Sachen reingemacht. Ich habe allerdings selbst nicht so ganz gesehen, was. So, da hätten wir einmal ein halbes Brötchen mit, ich würde sagen, das ist Wurstsalat. Ja, noch so zwei halbe belegte Mettbrötchen. Ich muss leider sagen, dass ich absolut gar kein Fan von Mett bin. Aber ich bin später nochmal unterwegs und werde die einfach mal einpacken. In Berlin gibt es in den S- und U-Bahnen ja öfter mal Leute, die sich freuen, wenn man sein Essen mit ihnen teilt. Und ja, dann hier noch so eine belegte Stange mit Käse. Ja, der ist jetzt teilweise schon ein bisschen härter, aber kann man, denke ich, trotzdem noch ganz gut essen. Ja, dann habe ich hier noch zwei süße Sachen bekommen. Das ist einmal hier so ein Croissant. Sie hat schon gesagt, dass das von gestern ist und das spürt man auch. Aber ich denke, wenn man es kurz irgendwie aufwärmt, dann geht das auch schon wieder. Und das hier ist frisch von heute. Ich nehme an, es könnte irgendwie eine Pudding- oder Apfeltasche sein. Aber das werde ich gleich rausfinden. Ja, und zu guter Letzt habe ich dann auch noch hier so einen Obstbecher bekommen. Auf den ersten Blick sieht das auch noch alles sehr essbar aus. Also da ich, wie gesagt, kein großer Mett-Fan bin, werde ich das jetzt nicht probieren. Aber hier das Fleischsalatbrötchen. Ich werde das jetzt nicht warm machen, weil ich noch nicht das ganze Teil essen möchte jetzt. Und ja, probiere das einfach mal. Da ist auch so eine Füllung drin, das ist kein Nougat, das ist hell. Vielleicht irgendwie Zuckercreme oder sowas, würde ich sagen. Aber dafür, dass es jetzt von gestern ist, schmeckt es auch so eigentlich noch echt gut. So, schauen wir mal, was hier drin ist. Ups. Ja, also hier, das ist so eine Puddingcreme, schmeckt auch noch echt gut. Und ja. Also man kann die Sachen noch super essen. Ich finde auch von der Menge ist es total in Ordnung. Es ist jetzt vielleicht von der Art des Essens her nicht unbedingt das, was ich mir regelmäßig holen würde. Aber geschmacklich gab es da jetzt auch keine großen Überraschungen. Also generell mache ich diese Geschmackstests, ja, weil es, glaube ich, mal von euch gewünscht wurde. Am Anfang habe ich ja wirklich nur mal gezeigt, was ich so für Sachen bekommen habe. Aber in den meisten Fällen weiß ich eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil die Sachen eben so schmecken, wie man sich denkt, dass sie schmecken. Also vielleicht gibt es dann ja doch mal die ein oder andere geschmackliche Überraschung, aber jetzt heute war das nicht der Fall.